Hallo, willkommen heute Tag 6 an Island. Wir haben gerade einen Flugplatz verlos, also in der W Richtung Egilstradie. In der W hier bei Egilstradie haben wir noch einen starken Wasserfall. Wir müssen bedenken, ob man da im Auto heute immer in den Weg kommt, weil das kein geteerte Straße mehr geschottert. Wir haben gerade zwei so Isländer gefunden, die heute auch mal gut fortfahren. Ob man heute keine Führer fahren in die Sutte. Wir könnten, aber wir haben eine gefährlichste Straße an Island. Das heißt, wir gucken, ob das klappt. Ja, das heißt, wir müssen los. Keine aus wie mir. Das sind so Wasserfälle, die unbekannt sind und die aber herrlich ausgesehen. Wie zum Beispiel den Hai. Und da ging ich so in Formel 4 rund. Wie gesagt, die Straße die ziemlich gefährlich aus. Wir gucken mal, wie es aussieht. Und da geht bei der nächsten als Zielhau das Egilstradie. Und wir stehen hier vor einem wie klangen Wasserfall, der vier umhängig fast könnt. Aber dem seid ihr wie gestern beim Swag, die fast schon so Säulen, die rumgehen. Und die Säulen entstehen, wenn die Lava, die hochdrüpst, am Anfang drische geht, dann bilden sich so sechskantige Säulen, die nur übergehen. Und das sieht ziemlich beeindruckend aus. So, wir sind gepackt bei dem Hängefoss, den am Hammergrund gesagt. Das macht eben den größten Wasserfall aus ganz Island. Das ist über 180 Meter tief. An 100 Wasserfall, aber da kommen wir leider nicht hin. Das ist anscheinend ein Grott, wo ich herangehe, wo nicht so viel Wasser da ist. Wir sind zu Egilstradie gekommen und wir gehen shoppen. Und wir haben eine ziemliche Küche und ich meine, da können wir ein paar Sachen machen. Dürfen wir? Geht los, ein bisschen nachkaufen. Das schon Marshmallows fand. Eiers Polarbrot, das ist mega lecker. Wir haben uns Preps gemacht und das lassen wir so machen. So, wir wollten schon oben auf unsere Wappen schon alles zurückgelöscht und bei unserer Reise. Und so haben wir angefangen zu Kaffeeweg, wo wir am Flieger gelandet sind. Und dann sind wir ja für die erste Nacht drüber gefahren auf Reykjavik. Dann nach Drop sind wir weiter, immer weiter raufgefahren bis auf Vik. Dann haben wir zwei Nächte, die wir nicht. Dann sind wir den ganzen Weg gefahren, das war ein bisschen lang, bis Hanna Höfen. Wir haben hier geschlafen, das war ungefähr hier in der Gegend. Und dann sind wir von hier aus gefahren, hier ein bisschen durch den Innenland auf Egilstadie. Am Morgen geht dann der ganze Weg weiter an den Norden bis auf Mivatten. Thank you.
Länder gegangen und mir gehen schlafen, wenn aber meine Mutter im Freie abkommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und so, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis morgen.